Ich darf euch begrüßen zum Vortrag Governance Design von Daniel Guanin. Eine kurze Ansage noch bezüglich des Mittagessens. Und zwar, danach werden dringend Leute zum Abwaschen gesucht. Also am besten direkt mit einer Kiste voller Teller und Besteck einmal in die Küche gehen und abwaschen helfen. Und dann hat sich das auch. Genau. Guten Tag. Dani Guanin ist mein Name. Ich freue mich sehr, dass ich heute was darüber erzählen kann, wie die Struktur einer Community das Ergebnis bestimmt. Ich werde jetzt vorstellen, Ergebnisse aus meiner Doktorarbeit, die ich vor kurzem eingereicht habe. Die habe ich eben an der Technischen Universität Berlin eingereicht, deswegen hier das TU-Logo, wo ich auch viele Jahre gearbeitet habe. Mittlerweile arbeite ich bei Prämandatum, da geht es eher um Datenschutz und die menschenfreundliche Gestaltung von Technik, sage ich mal. Aber auch um Strukturen in Organisationen, um sozusagen mit den Anforderungen der Digitalisierung zu Rande zu kommen. Aber heute möchte ich über Linux-Communities sprechen, die ich mir eben über mehrere Jahre angeschaut habe. Und wir hatten jetzt gerade schon den Aufruf zu freiwilligem Engagement, wenn es jetzt ums Essen geht. Viele wesentliche und wichtige Dinge in unserer Gesellschaft werden eben durch freiwillige Helfer und Helferinnen getragen. Und die Kunst ist dabei, den Mitmachenden möglichst viel Partizipationsmöglichkeiten zu geben, dass sie sich eben nicht nur als Arbeitskraft vorkommen, sondern auch gestalten können und verändern können. Und trotzdem hat man aber gewisse Ziele, die man kontrollieren möchte oder die man festschreiben möchte, um nicht abzudriften. Und ein anderer Punkt von Kontrolle ist, und das ist die Geburtsstunde der freien Softwarebewegung, ist, dass man natürlich als Gemeinschaft, die freiwillig Dinge generiert, nicht möchte, dass die einfach dann einem weggenommen werden und anderweitig verarbeitet werden. Und dafür war die freie Softwarebewegung sozusagen, hat das freie Lizenzmodell erfunden, um eben sicherzustellen, dass Beiträge aus der Community auch der Community weiter erhalten bleiben. Ganz kurz, die vier zentralen Themen bei freier Software oder Open Source Software, bei frei steckt noch mehr diese Utopie der Free Society drin, dass man eben Software nicht nur benutzen darf, sondern sie für jeglichen Zweck verwenden darf, dass man sie sich anschauen darf, dass man sie weitergeben darf und dass man sie auch verändern darf nach eigenem Dafürhalten. Und das ist irgendwie ein ganz spannendes Moment an dieser Idee und an diesem Ideal, dass eben möglichst viele Menschen mitmachen dürfen und sozusagen die Technik, die sie täglich benutzen, selbst gestalten können. Allerdings ist es manchmal auch gar nicht so einfach mit dem Selbstgestalten und deswegen möchte ich auch über unsichtbare Mauern sprechen, nämlich, und das trifft aber nicht nur auf die freie Software-Community zu, sondern auch bei anderen Gemeinschaften, der Einstieg fällt manchmal relativ schwer, weil man eben am Anfang Fragen hat und erstmal reinkommen muss und verstehen muss, worum geht es hier eigentlich genau, was ist eigentlich das Wissen, was die Community hat, wie kann ich mir das aneignen, wie kann ich da einsteigen. Und deswegen stößt man manchmal an eine recht harte Grenze in Communities, dass man eine Frage stellt und dann bekommt man eine sehr kurze Antwort, nämlich mit vier Buchstaben, read the fucking manual. Und das ist im Grunde nicht, wie schon gesagt, nicht nur ein Softwareproblem oder von Software-Communities. Auch in anderen Gemeinschaften hat man einfach Dinge immer und immer diskutiert und will nicht ständig von vorne anfangen. Insofern ist es auch ein Stück weit verständlich, dass man einfach darauf hinweist, schaut euch doch mal an, was es schon dazu gibt. Nichtsdestotrotz gibt es aber ganz unterschiedliche Umgangsweisen mit Wissen und auch mit dem Akronym RTFM. Und das benutze ich jetzt eben hier als Einstieg, weil da sehr, sehr schön durchschimmert, was es für unterschiedliche Kulturen in Communities gibt. Und mit der Kultur geht eben auch die Governance-Struktur einher und im Endeffekt auch das Produkt. Und genau, das ist sozusagen der Bogen des Vortrags. Und in den letzten Jahren habe ich mir drei Communities angeschaut. Das erste Zitat kommt aus einer Ubuntu-Diskussion. Also Ubuntu ist eine Linux-Distribution. Ich werde gleich noch was zu Linux-Distributionen sagen. Wo einer sagt, saying RTFM is not cool, nor following the code of conduct. Das heißt, es ist nicht erwünscht, dass man Leute mit einem kurzen RTFM abwatscht, sondern es ist wichtig, dass man integrativ ist, dass man Fragen ernst nimmt und aufeinander zugeht. Und es gibt auch einen Code of Conduct, der das vorsieht. Nicht, dass es in allen Fällen immer so auch geschieht, aber ich nehme das eben als Beispiel für den Wunsch,
sowas wie RTFM zu vermeiden. In einer anderen Community sagt einmal der Projektleiter, wenn der Code öffentlich ist, ist RTFM eine angemessene Antwort. Weil man kann ja in den Quellcode gehen und sich einfach anschauen, wie die Dinge funktionieren. Und wenn es keine Dokumentation gibt, dann kann man sie anschließend schreiben. Also man sieht, hier gibt es schon ein ganz anderes Denken dessen, was sozusagen möglich ist und was man erwarten kann von interessierten Mitmachenden. Und der Kontrastfall dazu ist, RTFM helps the Noob. Noob ist ein wenig freundliches Ausdrucksweise für Neueinsteiger, Newbie. Das heißt, in anderen Gemeinschaften wird es durchaus so gesehen, dass RTFM einfach auch eine Hilfestellung ist. Also es ist ja schon mal schön, wenn man auf seine Defizite hingewiesen wird, ist besser als ignoriert zu werden beispielsweise. Also der dritte Fall ist Arch Linux. Spannend ist jetzt aber, dass ich habe jetzt beispielhaft eine Oberfläche genommen. Es gibt verschiedene Oberflächen. Bei Open Source und freier Software kann man meistens wählen zwischen verschiedenen Varianten. Und das Spannende, und warum ich mir Linux-Communities angeschaut habe, ist, dass sie von ihrer Funktion eigentlich relativ ähnliche Zwecke erfüllen. Nämlich es sind einfach Systeme, die den Computer benutzbar machen. Und jedes dieser drei Systeme kann so aussehen, muss aber nicht. Das heißt, okay, dann haben wir jetzt vielleicht doch gar keine unterschiedlichen Produkte, nur weil wir unterschiedliche Communities haben. Aber wenn man sich die Details anschaut, sieht man sehr wohl Unterschiede. Und beispielhaft habe ich mir das Installationsskript angeschaut, also die Installationsroutine, weil, wie wir alle wahrscheinlich wissen, ist es relativ schwer, ein Gerät auf dem Markt zu erhalten, auf dem Linux schon vorinstalliert ist. Deswegen ist üblicherweise der erste Kontaktpunkt bei einem Linux-System die Installationsroutine. Und ich muss ein bisschen schnell machen, weil ich so... weil die Zeit knapp ist. Deswegen überspringe ich Folien, das wollte ich nur kurz sagen. Der erste Fall Ubuntu, da habe ich hier einen sehr hübschen Installer, einen Assistenten, wo ich einfach immer auf Weiterklicken kann und schöne Installationsempfehlungen kriege. Beispielsweise wird man auch darauf hingewiesen, dass man den Strom an seinen Laptop anschließen kann. Also hier wird man auf einem sehr einfachen Wissenslevel abgeholt, damit eben auch wirklich jeder bis zum Schluss der Installation kommt. Bei Debian habe ich hier einen Screenshot gewählt, der zeigen soll einerseits, dass hier schon mal eine andere Vorstellung von Ästhetik herrscht und von Pragmatismus. Es gibt auch ein bisschen hübscheren Installer, so ist es nicht. Und aber, dass man aus dem Assistenten jederzeit rausgehen kann. Also der Assistenten, der einen Schritt für Schritt durch die Installation leitet, den kann man hier jederzeit verlassen und einzelne Punkte auswählen. Das erfordert aber, dass man auch ein gewisses Verständnis hat, was man denn eigentlich tun muss, um ein System zu installieren. Und der Kontrastfall ist, das Installationsmedium von Arch Linux ist im Wesentlichen eine Kommandozeile mit einer Hilfedatei. Und hier wird man sozusagen eingeladen, jeden Befehl selbst einzugeben, weil dann weiß man auch wirklich, was passiert und hat sozusagen die Chance, sich das notwendige Wissen Schritt für Schritt anzueignen. Das ist natürlich ein sehr extremer Fall. Aber was man hier eben sieht, ist, dass die Dinge, die in der Community gemacht werden, durchaus auf unterschiedliche gemacht werden und das hat auch wieder einen Rückeffekt auf die Community, da komme ich gleich zu sprechen. Also sprich, obwohl wir die Oberflächen eigentlich erstmal gleich sein können und so ein System sehr gleich aussehen kann, haben wir sehr starke Unterschiede in der Vorkonfiguration, in der Auswahl, in den Werkzeugen für die Konfiguration, also sprich, hier wird auch unterschiedlicher Code gemacht. Und natürlich die Anleitungen, also die Wissensdatenbanken, die Beschreibungen sind auch unterschiedlich, je nach Community und je nach Zusammensetzung und aber auch Zielstellung. Und im Wesentlichen möchte ich das an drei Faktoren die Communities beschreiben. Also es gibt eben unterschiedliche Governance-Strukturen. Zum einen, da komme ich gleich darauf zu sprechen, dann gibt es unterschiedliche Anforderungen an die Mitglieder, also Mitgliedschaft wird unterschiedlich definiert und es gibt auch unterschiedliche Praktiken der Wissensproduktion, also unterschiedliche Bewertungen von Beiträgen, unterschiedliche Möglichkeitsräume des Gesagten. Und was ich eben ganz spannend finde, dass diese drei Faktoren zusammenspielen und auch einen Möglichkeitsraum schaffen, dessen, was eigentlich gesagt und gedacht werden kann. Das beschreibt der Begriff epistemische Regime. Ich will jetzt nicht zu tief in die Theorie eintauchen, aber es gibt eben Zusammenhänge von Praktiken, Regeln,
Prinzipien und Normen, die in einer Wissensgemeinschaft, wo man ja manchmal denken möchte, dass Wissen was relativ Objektives ist oder auch das Technik was relativ Objektives ist, die aber trotzdem hier sehr klare Muster vorgeben, die aber sozusagen den Akteuren selbst nicht unbedingt bewusst sind, weil man eben in den Strukturen verhaftet ist. Ich habe jetzt ein paar komplizierte und trotzdem sehr vereinfachte Übersichten der Strukturen der drei behandelten Communities. Ich werde nur ein paar kurze Spots setzen, um zu zeigen, wo meines Erachtens hier die wesentlichen Knackpunkte sind, die darauf hindeuten, dass hier eben ganz unterschiedlich, auf unterschiedliche Art Software gestaltet wird. Hier sieht man es schön, gut. Nee, auf dem Bildschirm weniger gut. Also bei Ubuntu ist eben sehr interessant, dass es einen selbsternannten wohlwollenden Diktator gibt. Das liegt auch in der Natur des Projekts, weil es eben von einem Unternehmer gegründet wurde, der auch ein Unternehmen betreibt, was bis heute an der Entwicklung auch beteiligt ist. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch ist es schon sehr stark auch von der Community gesteuert. Der Diktator ernennt aber oder nominiert zumindest die Mitglieder des technischen Gremiums und des Community-Gremiums. Und das ist auch sehr interessant. Bei den drei Fällen ist es das Einzige, was ein Community-Gremium hat, was sich sozusagen explizit mit Fragen der Community beschäftigt. Und ein anderer Punkt ist links unten, Ubuntu-Members. Es gibt eben explizit auch eine Mitgliedschaft für Menschen, die beitragen auf nicht technische Art, also Menschen, die keinen Code beitragen, sondern zum Beispiel Support leisten oder Anleitungen schreiben, die können auch eine definierte formale Rolle in der Gemeinschaft bekommen. Und das ist, denke ich mal, ein sehr starkes integratives Moment. Bei Debian ist das entscheidende Gremium das Gremium der Debian-Developer. Also die EntwicklerInnen haben das Sagen. Das ist aber eine sehr große Gemeinschaft von rund 1000 Leuten, die aber auch, die einerseits in Kleingruppen vor sich hinwurschteln, sage ich mal, und da relativ autonom sind, aber trotzdem bei übergreifenden Fragestellungen eine Generalversammlung einberufen können, in der jeder mitentscheiden darf und jeder, sagen, die gleiche Stimme hat. Und hier gibt es keine explizite User-Rolle, wie wir es gerade gesehen haben. Also sprich, Debian-Developer verstehen sich schon stärker als EntwicklerInnen. Auch wenn es in den letzten Jahren eine neue Form von Debian-Developer gibt, die sozusagen nicht zwangsläufig entwickeln muss, aber das ist noch sehr marginal und eher im Entwickeln vielleicht begriffen. Zuletzt noch Arch ist sehr einfach in der Governance-Struktur. Es gibt im Grunde einen Kreis von circa 30 Entwicklern, die eben informell miteinander besprechen, wo die Reise hingeht und was zu tun ist. Eine User-Rolle im eigentlichen Sinne, würde ich sagen, gibt es hier nicht. Es gibt zwar die Trusted User, aber das ist im Grunde eine Rolle, die auch eher Entwickleraufgaben übernimmt. Und Arch-User werden auch schon sehr, sehr technisch gesehen. Und sie haben keine Rolle in der Governance-Struktur. Also die Arch-Developer führen das Projekt. Und interessant auch, sie erwählen Mitglieder in ihre Mitte aus eigenem Gutdünken. Und das ist nochmal ein Punkt, den ich bei Debian sehr stark machen möchte. Dort gibt es ein formalisiertes Verfahren der Bewerbung. Das hat sehr hohe Hürden, weil natürlich, wenn so ein Gremium so viel Macht hat, muss man natürlich, Stichwort Kontrolle, sehr genau gucken, wer kommt da rein. Aber prinzipiell kann eben jeder sich darauf bewerben und so er die Kriterien erfüllt oder sie, können sie dann eben Mitglied werden. Also der Vergleich zeigt, es gibt sehr unterschiedliche entscheidende Gremien, also entscheidend im Doppelsinn, weil sie eben entscheiden, haben sie eine zentrale Rolle. Die Auswahl der Mitglieder oder das Verständnis von Mitgliedern ist auch sehr unterschiedlich. Wer gehört eigentlich mit dazu? Jemand, der nur technisch beiträgt oder auch jemand, der auf nicht technische Weise beiträgt beispielsweise. Und dementsprechend sind eben die Rollen sehr zentral, wie sie definiert sind, die Kompetenzen und die Zugehörigkeiten. Also hier haben wir ein starkes Zusammenspiel von verschiedenen Strukturelementen, die eben dann definieren, was auch dabei rauskommt bei der gemeinsamen Unternehmung. Und besonders spannend ist, dass diese Governance, eine kurze Verständnisfrage. Ja, in der Mitte bei Ubuntu schreibt Teams, was ist das im
Die setzen sich zusammen aus den anderen Gremien. Die werden von denen bestimmt und das sind sozusagen kleinere Abteilungen, die verschiedene Teilaspekte behandeln. Also um zu sagen, das auch noch mal ein bisschen aufzufächern und nicht nur zwei Gremien zu haben, sondern mehrere. Wichtig ist bei der Governance-Struktur, dass sie eben nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass gerade bei Ubuntu einen langen Entstehungsprozess gab, wo Mark Shuttleworth mehrere Leute aus verschiedenen Feldern zusammengesucht hat, um sich zu überlegen, wie können wir eigentlich eine Community möglichst integrativ bauen. Und von Anfang an war sozusagen der Claim ein Linux for Human Beings, also ein Linux-System für ganz gewöhnliche Menschen zu bauen. Bei Debian hingegen war das Interesse vor allem Entwicklern und Entwicklerinnen Macht über das Projekt zu geben, weil es eben zuvor stärker elitistische Projekte gab, wo einfach ein kleiner Kreis von Core-Entwicklern entscheiden kann, bei jedem Beitrag nehme ich den an oder nehme ich den nicht. Und das Ziel war sozusagen hier, jedem Beitragenden die Möglichkeit zu geben, Teil einer demokratischen Gemeinschaft zu sein. Und zuletzt bei Arch Linux ist der Fokus von Anfang an sehr reduktionistischer, ein möglichst einfaches, leichtes System zu bauen und das trifft dann eben auch auf die Governance-Struktur zusammen, dass man hier nicht lange diskutieren will und Verfahren bemühen möchte, sondern einfach in einer homogenen Gruppe schnelle Entscheidungen treffen möchte. Und wie wir eben gesehen haben, am Beispiel des Installationsskriptes, führen die unterschiedlichen Organisationsstrukturen, die eben regulieren, wie Code entwickelt wird, auf eine gewisse Weise, führen auch dazu, dass unterschiedlicher Code herauskommt. Und spannend ist, dass diese Technik dann auch wieder eine rückwirkende Funktion hat, weil, also das Beispiel des Installers ist natürlich da auch sehr fundamental, weil jeder, der sozusagen Teil der Gemeinschaft werden möchte, muss ja erstmal das System installieren. Und wer eben hier schon scheitert, der wird nachher auch keine dummen Fragen stellen, sage ich jetzt mal ganz übertrieben. Andererseits, von einer anderen Perspektive beleuchtet, jemand, der eben mit wenig tiefen Wissen, sage ich mal, durch die Installation kommt, kann natürlich einen ganz anderen Feedback geben und kann auch viel stärker die reine NutzerInnenperspektive mit einbringen. Genau, deswegen möchte ich immer wieder betonen, Technik und Wissen sind eben gemacht, menschengemacht und haben einerseits Werte in sich, die eben durch die Leute, die sie machen, geprägt werden und haben aber dann auch eine strukturierende Wirkung auf ihre Nutzer und die Zusammenhänge, in denen sie zur Anwendung kommen. Jetzt habe ich noch ein paar Minuten Zeit, um noch ein paar bewährte Strukturelemente aus den Communities rauszunehmen, Einzelfunde, die wir vielleicht dann auch in die Diskussion integrieren können. Was ich besonders interessant fand, ist, dass bei Ubuntu eben manche weniger beliebte Themen auch bezahlt werden. Also beispielsweise gibt es ein User Experience Lab, wo eben User-Tests gemacht werden. Das entspricht jetzt nicht so dem üblichen Entwicklerinnengeist, sage ich jetzt mal. Und auch Community Management ist nicht unbedingt eine Aufgabe, die EntwicklerInnen vielleicht immer gerne machen. Deswegen werden hier eben auch Leute engagiert, die sich da ein bisschen einbringen und die das managen. Dann ist eben da auch spannend, dass eben User durch eine Rolle, also hier insbesondere eine nicht-technische Rolle, eine gewisse Funktion bekommen und auch sozusagen damit auch nicht-technische Beiträge eine Aufwertung erhalten. Demokratische Governance ist ganz spannend, dass es eben auch bei Debian funktionieren kann, wo 1000 Leute, die sehr divers zum Teil sind, sieht man an sehr kontroversen Diskussionen, die auch immer wieder aufpoppen, aber es ist eine funktionierende Governance, das Projekt lebt seit 1993 und genau, auch eine große basisdemokratische Regierungsform, sage ich mal, ist auch in der Entwicklungsgemeinschaft möglich. Nichtsdestotrotz basiert es auch zum Teil auf der Selbstkoordination von kleinen autonomen Gruppen, was generell, würde ich sagen, charakteristisch für Open-Source-Projekte ist und was im Grunde Arch auch darstellt, aber eben ohne noch einen demokratischen Überbau, wie das bei Debian der Fall ist. Jetzt habe ich doch die 20 Minuten gehalten. Ich wollte ursprünglich noch stärker eingehen auf zwei Governance-Krisen,
Jetzt kann ich die sogar kurz anführen. Bei Ubuntu gab es einmal die Einführung einer Dashboard-Suche, einer Desktop-Suche, die Amazon-Ergebnisse integriert hat. Und ganz spannend ist, dass die französische Community, die eigentlich nur eine Sprachvariante darstellt, zu diesem Zeitpunkt über Nacht zum Fork wurde. Also Fork ist immer die Möglichkeit, einen Gabelzweig zu machen. Das heißt, wenn man eben das Projekt schön und gut findet, aber was anders machen will, dann kann man einfach sich abspalten. Und als Ubuntu diese Dashboard-Suche eingeführt hat, hat die französische Community einfach das ausgebaut für das französische Release. Und das zeigt eben, dass durch Forking durchaus auch eine gewisse Macht in der Community steht, die eben einfach Dinge abändern kann, wenn sie möchte. Und das passiert tatsächlich. Und in den Folgeversionen wurde dann auch das Ubuntu Dashboard wieder deaktivierbar gemacht. Die andere Sache ist, dass es in Debian sehr langen Flame War oder Grabenkrieg um den Startprozess gab, der letzten Endes in einer Entscheidung des technischen Komitees geendet hat und nicht verhindern konnte, aber schließlich, dass sich ein Teil abgespalten hat, uns anders gemacht hat. Also trotzdem man sehr aufwendige Governance-Kriterien hat, kann es eben dazu führen, dass man eine Einigung nicht herstellt. Und es ist einerseits ganz spannend, dass es eben diese Möglichkeit gibt, dass sich Menschen, die nicht zufrieden sind mit dem Projekt, einfach ausgründen und was Eigenes weitermachen. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch eine Schwächung des Projekts. Und hier ist eben ganz interessant, Arch, da gab es den Versuch in der Mailingliste, eine Diskussion anzuzetteln und zu sagen, wer ist eigentlich für das eine oder für das andere, den anderen Startprozess? Und da kam dann gleich ein Hinweis von den Entwicklern, ihr könnt gerne hier eine Umfrage machen, aber wir machen das, was wir für richtig halten. Also war in dem Zusammenhang möglicherweise auch eine Stärkung des Projekts, mal einen gewissen Dissens nicht zuzulassen, könnte ich jetzt mal provokativ sagen. Also das ist die Gabel, der Fork, Stärkung und Schwächung gleichermaßen. Und zu guter Letzt, interessant ist, dass eben trotz einer, ich würde sagen, bei Open-Source-Projekten sehr großes Bestreben ist, transparente Strukturen zu schaffen. Ganz viel wird online besprochen und diskutiert und entschieden. Und trotzdem hat es mich ganz schöne Mühen gekostet, herauszuarbeiten, was sind jetzt tatsächlich die maßgeblichen Strukturen und wie passiert denn das denn im Detail. Und das trifft natürlich viel stärker auch noch zu auf andere Communities. Nochmal als Statement, Rollen haben eine sehr zentrale Funktion, die Zuschreibung und Kompetenzen und schließlich Normen und Werte stecken eben in sozialen Strukturen und schließlich auch in dem, was die sozialen Strukturen hervorbringen und genau, wir haben eine sehr interessante gegenseitige Strukturierung und jetzt haben wir noch 7 Minuten für die Diskussion oder vielleicht auch 5, die ich hiermit eröffnen möchte. Und das Mikrofon wandert, also ihr könnt das auch gerne weitergeben, ansonsten springe ich. Danke erstmal für den tollen Einblick. Das ist eine Perspektive, die ich sonst gar nicht einnehme, weil ich kein Developer bin. Ich bin im Aufsichtsrat von der WeChange-Genossenschaft. Wir bauen eine Plattform, die für Changemaker gedacht ist, aber wir sind auch nicht die Einzigen, die sowas machen. Wir haben uns entschieden, den Code Open Source zu stellen und deswegen sind wir mit solchen Fragen natürlich auch konfrontiert. Wir haben eine Governance-Frage bei uns auch, die Rollen, Zuschreibung der Kompetenzen und so weiter. Für mich gibt es so zwei Fragen, die jetzt damit verbunden sind, mit dem, was ich gehört habe. Die eine Frage ist, wie kriegt man das Gegenteil hin mit diesen Open Source und Governance Bedingungen, nämlich nicht das Forking, sondern die Konvergenz. Wie kriegt man es hin, dass verschiedene Plattformen, die von verschiedenen Seiten aus gestartet sind, mit gleichen Anliegen, sich aufeinander zubewegen und das letzten Endes nicht alles nur über Schnittstellen lösen, sondern in ein gemeinsames Coden kommen. Damit verbunden auch die Frage nach den Geschäftsmodellen, die dahinter stecken. Du hast gesagt, das ist jeweils schon immer eine Stärkung und eine Schwächung zugleich. Das gilt ja letzten Endes auch für die Geschäftsmodelle, die mit solchen Softwares verbunden sind. Wenn jetzt also so eine Community entscheidet, wir machen einen Fork, dann wird das auch Auswirkungen darauf haben, wer dann was daran verdient, welches dieser Modelle dann gesellschaftlich stärker akzeptiert wird, was dann finanziell auch erfolgreicher wird. Führt es nicht auch dann zu einer gegenseitigen finanziellen Schwächung dieser Projekte?
Also erstmal zur Frage der Konvergenz, das ist natürlich eine sehr interessante Perspektive. Wie kann ich verschiedene ähnliche Projekte dazu zu bringen, das Gleiche zu entwickeln oder am gemeinsamen Strang zu ziehen? Das sehe ich faktisch, also aus meiner Beobachtung, sehr schwierig, weil die Tendenz eher zu Zerfaserung geht. Ja, würde ich jetzt gerne noch irgendwie was anderes sagen, aber sicherlich ist es möglich, mit zentralen Akteuren zu sprechen und dafür zu werben, aber tendenziell hat schon eher jeder, also es gibt so eine gewisse Tendenz, dass man seinen eigenen Code einfach besser findet und voranbringt, würde ich fast sagen. Zur Frage der Geschäftsmodelle, interessant ist ja, dass es hier auch durchaus konkurrierende Unternehmen gibt, die in Projekten sozusagen eine gewisse Governance dadurch ausfechten, dass sie mehr Entwickler dort anstellen oder weniger, also sozusagen mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, dass die Software in ihrer Art entwickelt werden kann. Insofern ist es noch ein weiterer Aspekt, wo sozusagen in die Richtung Geschäftsmodelle geht, wo sozusagen hier unterschiedliche Interessen gibt, die verhandelt werden. Aber also die Fälle, die ich jetzt untersucht habe, waren hauptsächlich Communities und also selbstverwaltete Communities. Ubuntu hat zwar ein Seitenprojekt, wo sie auch Support anbieten, aber das würde ich würde fast sagen, die profitieren auch davon, wenn andere Ubuntu-ähnliche Systeme verwenden, weil sie trotzdem am Kern des Systems sind und sozusagen die zentralen Zusammenhänge kennen. Aber ja, ich hoffe, das beantwortet Teile der Fragen. Hi, danke für den spannenden Vortrag. Meine Frage wäre, wie baut man so eine Community auf, wenn man jetzt ein neues Projekt irgendwie auch reingeben möchte in eine Community, wie spricht man Leute an, wie schafft man solche Strukturen? Ja, sehr gute Frage, weil es natürlich die meisten, quantitativ die meisten Projekte natürlich Einzelprojekte sind, die eben keine große Community überzeugen können. Ich sag mal, also Mark Shuttleworth hat es ganz einfach gemacht, hat ein paar Millionen Euro in die Hand genommen, nee, Dollar wahrscheinlich, und hat eben zentrale Player auch aus der Community genommen und sie an einen Tisch gesetzt und gesagt, lass uns mal gemeinsam überlegen, wie wir es machen können. Das fällt für die meisten von uns wahrscheinlich flach. Aber was sicherlich sinnvoll ist, ist einfach verschiedene Akteure und zentrale Akteure möglichst mit ins Boot zu nehmen und mit ihnen gemeinsam darüber zu reden, was man eigentlich machen will, um einfach vorher schon einen Konsens zu haben unter ein paar Leuten und sich dann zu überlegen, was man eigentlich und wie man das eigentlich umsetzen will. Weil häufig entsteht Open-Source-Projekte natürlich dadurch, dass einfach jemand sich an was stört und einfach mal was vor sich hin entwickelt. Und es ist ganz schön und deswegen gibt es auch eine große Varianz. Aber dafür gibt es auch halt viele Projekte, die eben parallele Dinge tun, die ganz schwer zu vereinen sind. Deswegen ist man wahrscheinlich gut beraten, wenn man im Vorfeld versucht, möglichst verschiedene Akteure mit ins Boot zu nehmen. Also es ist schwierig, aber was Besseres kann ich da gerade nicht anbieten. Ja, vielleicht können wir die als letzte Frage nehmen. Draußen stehen schon Leute vor der Tür für den nächsten Vortrag. Ich reiche das Mikro einmal durch. Oder kannst du mir weitergeben? Wo siehst du denn die Möglichkeiten und Grenzen, nachträglich noch was an der Governance-Struktur zu verändern? Oder können sich solche Strukturen nur bilden, wenn ein Projekt von null auf neu gestartet wird? Ist grundsätzlich immer schwierig, weil es immer Leute gibt, denen das zuwiderläuft, dass manche Dinge verändert werden, ist aber durchaus möglich. Also gerade, ich hatte es vorhin angedeutet, bei Debian wurde eingeführt eine Developer-Rolle, die nicht technisch ist. Das wurde gemacht, da hat jemand einen Vorschlag gemacht und der wurde bewilligt, der wurde positiv entschieden und seither gibt es diese Rolle. Also es ist durchaus möglich, hier Veränderungen zu schaffen, aber es ist natürlich generell in Organisationen schwierig, im Nachhinein was zu ändern, weil es immer irgendwelche Leute gibt, die dann ihren Einfluss schwinden sehen oder ihre Ideen verraten fühlen, aber es ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, grundsätzlich besser, es zu versuchen, als sich von vornherein zu forken und ein Gegenprojekt aufzumachen. Dann möchte ich noch eine Abschlussbemerkung machen. Also ich stehe auch gleich noch draußen für weitere Fragen. Und wer jetzt neugierig geworden ist auf Linux, es gibt seit 2 Jahren einen Linux Presentation Day, wo Leute aus der Szene einfach Rechner hinstellen, um sich mal
ja, damit zu beschäftigen, mal anzugucken am lebenden Objekt sozusagen. Und am 1.12., das ist jetzt in naher Zukunft, ist auch hier in Berlin ein Linux Presentation Day. Wer sich mal ganz ungezwungen Linux-Rechner anfassen möchte, kann da hingehen. Gut, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke.